Kümmern wir uns doch mal als erstes um die Boobies. Und da wird die Musik schon direkt. Haha, Boobies. Ha. Körper. So. Ich glaube, das entspricht eher meinem Körper. Wir können ja mal über meinen Körper reden. Oh, nein. Auch das bin ich nicht. Da haben sie auch wirklich zwei Extreme genommen? Nee, ich glaube, das ist zu dünn. Ich bin halt auch nicht so dünn. Ich habe zwar abgenommen, aber ich bin nicht so dünn. Ich habe immer noch Rundungen. Ich drehe mal kurz. Ich finde, das ist okay. Ich finde, so kann man aussehen. Tattoos habe ich keine. Oh nein, jetzt sieht ihr mich in Unterwäsche. Nein, Tattoos habe ich keine. Hautfarbe ist die gleiche wie bei meinem Gesicht. Achso, die kann man eh nur einmal auswählen. Okay. Ich dachte schon, das wäre ein bisschen seltsam. Wobei, es gibt tatsächlich Leute, die sind im Gesicht orange, weil sie ganz schlechtes Make-up verwenden. Ich natürlich nicht, aber so Leute gibt es. Gut. Achso, da kann man dünn machen, da kann man dick machen, okay. Da kann man die Muskeln wegmachen, da kann man Muskeln dazu machen. Ich bin tatsächlich nicht ganz so muskulös. Dazu müsste ich Sport machen und ich hasse Sport. So, vorgefertigte Looks. Haben wir hier irgendwas, was... Probiere diesen Style. Oh mein Gott. Also die Brille ist geil. Der Rest ist eher so ungeil. Also so ist es okay, aber... Die Shorts sind ja irgendwie... Nee. Also, der Pulli ist aber cool. Den würde ich sogar anziehen. Nee, Moment. Ich bin hier noch nicht fertig. Was haben wir denn hier? Warum wollen die mir denn immer so kurze Höschen anbieten? Es ist Herbst. Hauptsache Beins... Oh... Jubbin, Zubbin. Ja, das war auch mein erster Gedanke. Ich gucke aber nicht so traurig wie da. Ja. Guck mal, den gibt es auch noch in Blau. Garnouche. Und in Grau. Nee, nee, nee. Ach du Scheiße. Okay, vergessen wir mal die vorgefertigten Looks. Wobei mir das hier bis auf die Shorts gut gefällt. Huch, aber ich werde, glaube ich, selber mal mir irgendwas aussuchen. Guck mal die Hose. Beingekleidung weg damit. Schuhe sind auch nicht so meins. Aber die Brille ist cool. Aber die Farbe ist doof. Das heißt, ich muss mal kurz auf die Brille nochmal gehen. Das ist die hier. Ich hätte die gerne in Schwarz. Das Gestell ist zwar noch ein bisschen dick, aber ich finde die Brille eigentlich echt cool. Kann man die Brille irgendwie noch ändern? Nee, ne? Schade, schade, schade. Gehen wir da wieder raus und ziehen der armen Frau mal was an. Also der armen mir, also ich quasi. Die Brüste sind ein bisschen klein, findet ihr nicht? Wir müssen da mal ein bisschen was verändern. Ja, lasst uns über meine... Oh, was habe ich denn hier für eine Haltung? Meine Brüste hängen aber nicht so. Mein Bauch sieht auch nicht so aus. Und ich habe auch nicht so ein Hohlkreuz. Was ist es eigentlich, dass Spieleentwickler immer denken, Frauen hätten so ein Hohlkreuz? Ich meine, klar, das macht einen knackigen Hintern, aber... Frauen haben nun mal zumindest nicht immer so ein Hohlkreuz. Also es gibt sicherlich Frauen, die haben eins, aber... Tja, ich glaube, ich kriege das aber auch nicht weg, oder? Seht mal, ich kann den Bauch verändern, ob er rausguckt oder nicht. Aber ich kann den Rücken nur breiter machen, ne? Ja, ich kann nur die Taille verändern. Aber ich kann hier nicht die Haltung verbessern. Schade. Gucken, habe ich jetzt zu viel geändert? Nee, ne? Warum sind denn da Rippen? Das sind keine Rippen. Das ist, glaube ich, Teil der Textur.
Oh, mein Bauch ist ein bisschen fülliger. Also jetzt nicht so, dass ich aussehe, als wenn ich schwanger wäre, aber so, zumindest stimmen die Boobies jetzt. Okay. So, jetzt können wir auch endlich was anziehen. Der Pulli, der eben da war, der gefiel mir schon ganz gut. Ich kann natürlich nochmal durchgucken, was es so hier gibt. Was ist das denn? Das ist nur BH, ne? Ja. Leger, 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 leger. Niedlich. Aber ich will den Pulli haben. Der Pulli war super. Wo ist er denn? Pullover, Pullover. Der ist auch okay, aber ich möchte den hier und zwar in schwarz. Ja, der sieht super aus. Und Beinbekleidung. Wir brauchen etwas, um unsere Beine zu bekleiden. Wow. Die Auswahl der Hosen ist ja riesig. Die ist cool. Und die ist nicht so cool. Die gibt es auch in dunkel, in braun, heller braun. Das ist ja mehr so die Farbe Babydurchfall. Ich nehme die. Ich bin nämlich, was Farben angeht, bin ich total einfallsreich und auch total experimentierfreudig. Also es war Ringe. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh, Strümpfe. Strümpfe fallen also unter Accessoires. Da würde ich sowas anziehen. Gibt es die auch im Dunkel? Ich mag Ringelsöckchen, ganz ehrlich. Ich mag Ringelsöckchen. So, welche Schuhe passen denn zu den Ringelsöckchen? Kann ich mir Ring... Oh mein Gott. Ich kann es, aber ich würde es nicht. Aber ich kann es. Nee. Aus dem Alter bin ich raus. Flache Schuhe, Halbschuhe, Turnschuhe. Ich muss ja echt zugeben, ich bin zu einem Chucks-Fan geworden. Ich trage zwar nie die Originalen, weil die genauso schnell kaputt gehen wie die anderen, aber ich trage sie, weil sie bequem sind. So, okay. Damit hätten wir das erste Outfit fertig. Ich finde, ich sehe schon ganz gut aus. Sagt mir, wie gut ich aussehe. Ich sehe wunderbar aus. Und wir schauen jetzt mal hier. Wir brauchen noch Abendkleidung. Und nein. Nein, 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 nein. In keinem Fall. Das würde ich so nie anziehen. Und das möchte ich nochmal betonen. Das würde ich so nie... Oh, ich kann Overalls... Wieso steht denn da, enthält neue Objekte Overalls und es sind keine Overalls drin? Ich sag nichts dazu. Kurze Kleider. Ja, nein. Das ist hübsch. An sich als Kleid. Was ist das hier eigentlich? Unter was fällt das? Fällt das unter Beinbekleidung? Unter Accessoires. Ja, es fällt unter Accessoires. Und diese hässlichen Pantoffeln fallen wahrscheinlich unter Schuhe. Aber bei den Schuhen hätte ich gern was anderes. Was etwas... Und das, die passen doch, oder? Oh mein Gott. Nein, ich habe nicht so große Füße. Entschuldigung. Aber die passen... Nee, die sind in der falschen Farbe. Ja, in der Farbe passen sie. Drehen wir mal. Fabulous. So, Sportbekleidung. Da ich ja gerade schon gesagt, sehr viel Sport treibe, ist meine Auswahl an Sportbekleidung auch eher minimal. Aber ich kann ja einfach das nehmen, was ich anziehen würde, würde ich irgendwann mal Sport machen. Und zwar sowas. Und die Sportschuhe nehme ich sowas, aber da ich kein Farblegastheniker bin, würde ich natürlich das wählen. Das ist okay. Wie gesagt, da ich nicht Sport treibe, komme ich damit klar. Schlafanzug. Wie schlafe ich denn? Also meistens... Mein Gott, ihr erfahrt hier ganz schön private Dinge von mir. Also ich schlafe meistens tatsächlich irgendwie so. Aber ohne Schuhe. Ich habe im Bett meistens keine Schuhe an. Okay, Party.
Nein, wenn ich so, also weiß ich nicht, Partys, bei denen ich so auftauchen müsste, sind keine Partys, zu denen ich gehen würde. Aber wir schauen mal, ob es hier coole Party-Outfits gibt, die nicht danach aussehen, als würde ich gerade irgendwo arbeiten, wo ich nicht arbeiten möchte. Was zur Hölle? Nein. Das ist niedlich, aber das hätte ich gerne in Schwarz. Das sieht schön aus. Ich bin überrascht, das sieht tatsächlich hübsch aus. Dessous, Bademäntel, Bademäntel? Abendkleidungsbademäntel. Warum nicht? Nee, aber das sieht hübsch aus. Das, ja, doch, das würde ich auch anziehen. Das lassen wir so. Vielleicht noch ein paar Accessoires. Ich schau mal gerade Armbänder. Nee, das sieht doof aus. Doof aus. Das eine war ganz hübsch. Ah, hier kann ich Strumpfhosen auswählen. Nee, aber das finde ich nicht so schön. Ringelsöckchen im Abendkleid. Mhm. Aber eher, nö. Nee, das auch nicht. Das sieht ja schon irgendwie wieder cool aus. Aber nee, ich würde es tatsächlich nicht anziehen. Ich würde das tatsächlich so tragen. Schau ich mal, gibt es hier noch irgendwie Armbänder, Handschuhe, Ringe, Leggings, Söckchen? Nö, das passt so. Das passt so. Ich glaube, das lasse ich so. Die Schuhe passen ganz gut, finde ich. Auch wenn ich in denen nie laufen könnte. Aber wir können ja auch ein bisschen tricksen hier. Okay, wir machen mal einen Namen. Hallo, ich heiße. Vorname. Da muss ich jetzt gerade mal das Kätzchen ein bisschen an die Seite schieben, das auf meinem Schoß liegt. Ich heiße Tia. Tia. Hallo? So nehme er meine Tastatur. Jetzt. Tia. Gefällt dir der Name? Mir gefällt er auch. Tia. Oh. Oh. Okay. So heißt du jetzt. Und? Wie glücklich bist du? Na? Ja, okay. Sie ist genau wie ich. Leute, die mir sagen, guck mal glücklich. Und dann kommt so ein... Ich wähle jetzt ein Bestreben. Was möchte ich denn? Wähle die ideale Kategorie für deinen Sim und ein spezielles Bestreben. Ich möchte alles. Das ist... Kreativität. Ich glaube, Kreativität ist super. Und zwar im Schreiben. Okay. Merkmale wählen. Oha. Jetzt muss ich mal schauen, welche Merkmale mich denn ausmachen. Okay. Schauen wir mal. Das hier ist emotional. Ich bin romantisch. Dann... Hat ein Bonusmerkmal, fahre darüber. Ah, Bonusmerkmal. Grüblerin, aha. Grübler verbessern ihre Fähigkeit schneller und sind, wenn sie inspiriert sind. Das passt zu mir. Wenn ich inspiriert bin, bin ich eine Lernmaschine. Geek. Videospiele? Yes, please. Kubeppa. Kubeppa. Gut. Und dann das nächste Bestreben. Und das letzte Bestreben, was wir haben können. Snob, tollpatschig, chaot, kindisch, ordentlich, viel Fraß. Was haben wir hier denn? Mag keine Kinder. Ich finde Kinder gar nicht so schlimm, wenn sie... abends mit ihren Eltern wieder nach Hause gehen. Sportsendung. Da kann ich mich voll zum Macho machen. Nein. Einzelgänger. Gesellig. Gemein. So.
So, ich muss den, glaube ich, nochmal auswählen. Ich will nicht gemein sein. Mach gemein wieder weg. Oh. Ja, ich bin manchmal bin ich ja ein bisschen, aber... oh Gott. Ja, manchmal bin ich ein bisschen so. Nein, so bin ich nicht. Sprunghaft. Abneigung. Nein, ich bin gar nicht sprunghaft. Das ist nicht so. Ich bin auch nicht ordentlich, aber ich bin auch keine Chaotin. Lieb die Natur. Wahnsinnig. Selbstgespräche. Ich führe manchmal Selbstgespräche und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich nehme das auf und seitdem mache ich Let's Plays. Kindisch, viel Fraß. Musikliebhaberin. Kann ich zwei Sachen aus der Kategorie nehmen? Eigentlich würde ich gerne alles nehmen. Genießerin, Musikliebhaberin. Aber ich kann das auch nehmen. Das ist gut. Ta-ta-da-da. Ta-ta-da-da. Ja. Das passt. Ich bin ta-ta-da-da. Okay. Aussehen gestalten. Ja, das habe ich doch schon. Ja, ich bin schon durch. Tipps, super Tipp. Nächster Tipp. Ich bin schon fabulous. Ich möchte jetzt eigentlich anfangen. Reicht das, wenn ich jetzt hier klicke? Auf Danke, anfangen? Muss ich hier noch was einstellen? Ach nee, okay. Hier. Ich muss hier noch... Ah, Yabasani. Oh nee, Leray. Oh, nein. Nein. Ich habe zwar, glaube ich, eine dunkle... Agenog. Ja, das passt so. Ich glaube, ich bin eher süß, oder? Ihr könnt mir ja widersprechen. Aber ich glaube, ich habe alles, oder? Habe ich alles? Galerie öffnen, Pinnwand, Optionenmenü, Haushalt speichern. Okay. Klicke das Häkchen, um in Bibliothek zu speichern und zu spielen. Porträt zufällig wählen. Ich möchte eins, in dem ich fabulous aussehe. Herpy derp. Herpy derp. Herpy derp. Ich nehme das, dass ich fabulous aus. Speichern. Puh. Einziehen. Hoch, jetzt können wir unser Haus wählen. Deine Sims brauchen einen Ort zum Leben. Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich in Willow Creek und Oasis Springs parat. Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarn und Aktivitäten. Aber du kannst auch jederzeit beliebige andere Welten in die Sims 4 besuchen und beziehen. Okay. Hier sind die verschiedenen Gegenden, in die ich einziehen kann. Das ist nichts, wo ich hinziehen kann. Das ist... Achso, das sind... Okay. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist so die schnieke Gegend. Das ist... was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Apartment-Block. Das sieht aus wie die... die öffentlichen Gebäude, zu denen ich hingehen kann. Und ich glaube, das ist... Das kann ich mir alles nicht leisten. Ich denke, das ist die Gegend, die ich mir auch leisten könnte. Okay. Ich könnte natürlich auch in die schnieke Gegend ziehen und mir das Haus selbst bauen. Aber ich möchte gerne erstmal in ein fertiges Haus ziehen und schauen, was so passiert. So, zum einsamen Bächlein oder knarrende Hütte. Was haben wir hier? Mauerblümchenhügel. Das kann ich mir schon gar nicht mehr leisten. Okay, wir müssen erst reich werden. Oh, ich kann ja auch noch eine andere Welt spielen. Oasis Springs. Einsteigerhaus. Ein tolles Einsteigerhaus. Ich bin aber gar nicht so der Strandmensch. Aber es ist beides Strand. Ach Gott. Nee, ich nehme, glaube ich, das hier zum einsamen Bächlein. Möbliert, nicht möbliert. Was ist denn der Unterschied? Ah, möbliert hätte ich so viel Geld über. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme mal möbliert. Austauschen, verkaufen kann ich die Sachen sicher immer noch.
Na dann, alles Gute zum Einzug!